So. Noch mehr hohle Männer. Wenn es irgendwas gibt, dann hohle Männer. Da sind irgendwie Nebeldinger oder so. Nebelmaschinen. Gute Alter Edition. Na, lässt du das tun. Machen würde, komme ich da nicht durch. Das heißt, ich muss die Maschinerie erst abschalten, irgendwie. So, was sagt eigentlich Huni? Muss Huni repariert werden? Nein, Huni muss nicht repariert werden. Da. Okay, das ist aber ein kurzes Zeitintervallfenster hier. Oh, trifft das Ding doch, meine Güte, ist es doch mal. Trifft doch nicht daneben. Oh, warum denn? Warum trifft er das Ding denn jetzt nicht? Das ist aber auch echt ein mieses Zeitfenster. Ja, mit Zielen kann ich das sowieso knicken. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh. Brauche ich da tatsächlich eine andere Waffe, damit die schneller schießt? Das ist ja ätzend. Also, mal ehrlich. Oh, guck mal, die ist auch besser. Aber die hat er jetzt auch gar nicht angelegt, hä? Weiteren Schuss. Jetzt treffe ich damit. Boah. Hast du gesehen, was das für ein kurzes Zeitfenster war? Ist das mies. Hallo? Du sollst daran ziehen. Ah. Da sind jetzt jede Menge von diesen komischen Kugeln, ja? Gehen wir da jetzt einmal hin. Dann mal weitersehen. Okay.
jetzt nicht ganz so mistig wie auf der anderen Seite. Ein weiterer Hebel. Ach, da ist hier so ein Heulgeist jetzt. Das muss ja nicht sein. Hab ich kein Zuhause. Warte, ich kriege jetzt aber gleich. Oder halt nicht ganz. Wenn die auch so weit wegsteht, dann kann ich sie halt nicht erwischen. Klingt komisch, ist aber so. Ey. Na jeder. So, somit öffnet sich hier die Tür. Wir kriegen eine Kiste. Ritterhelm, der ist mir relativ egal. Ich trage halt gerne keinen Helm. Ihr wolltet es doch auch sehen. Nein, du bist so doof. Ja, hallo. Du bist ja ein fetter Troll, du. Troll mal nicht. Stundenhandeln hier. Da die Trolle ja hier anders funktionieren als nach Fable 1. Der Hund wurde getroffen, der Schweine. Aua. Und der Hund wurde schon wieder getroffen. Und schon wieder. Hat's aber auch noch mit abgesehen. Meine. Ja. Ist ja gut. Ich hab genug von ihm. Dem habe ich auch so das Gefühl, ne? Die Lebensleiste bewegt sich halt nur nach einer bestimmten Anzahl an Wurmvernichtungen oder so. Und sonst halt so gar nicht. Mal den Wurm aus dem Arm raus. Geht doch. Geht nicht, hier wird nicht. Da. Okay, gehen wir dahin. Na super. Und jetzt machen wir alles wieder verschneit, ja? Es gibt kein Normal.
Und so schließt sich der Kreis. Wir haben das 10. Buch irgendwo nicht gefunden. Naja, shit happens. Aber wir könnten in den einen Tempel nochmal zurück. Wieso gibt's jetzt hier wieder einen Heulgeist? Wir können in den einen Tempel zurück. Wo ich ja noch gesagt habe, so, hey, ne, da haben wir gleich am Anfang des Tempels da irgendwie eine Truhe dann quasi halt zwangsweise stehen lassen. Nicht gesehen, dass sie hier steht. Ich glaube, es hat tot. So, Hundi. Hundi braucht immer Verpflegung hier. Das ist wichtig, okay? Puh, okay. So, da ging es jetzt zurück. Ich guck mal ganz kurz. Wo denn jetzt hier der andere Tempel gewesen ist. Der wäre doch auch irgendwo hier in der Richtung, oder? Ich glaube, das war der... Oder das war dann der Rückgang. Käfer, überall Käfer. Was war das? Wie im Häs nicht? Ist ja dann der Sonnentempel oder so ähnlich, den man ja freilegt, wenn hier dann quasi kein Schnee mehr ist. Und dann hatten wir noch diese eine Stelle da. Ich komme da nicht durch. Ich hätte den Gargoyle gehört, aber das kann ja hier nicht sein. Hier. Hier war das, ne? Da oben rein. Nur mal kurz reingehen. Nur mal kurz. Hashtag nur mal kurz. Gehen wir in den Eisschrein. Und da gleich am Anfang müsste irgendwo eine Kiste sein, die wir bisher noch nicht öffnen konnten. Weil man halt quasi durch den Tempel musste und dann nicht mehr zurück konnte. Aber nette, ganz nette sind hier. Das ist doch original, Hops, keine Schattenkreaturen. Ja, der Hund hat einen Schatz entdeckt. Wer hätte es gedacht? So, der müsste irgendwo hier drüben sein, ne? Nein? Wo ist der denn hier, den Schatz? Irgendwo war der doch hier. Genau, hier ist ja das Runterspringenfeld. Oder so. Genau. Ich bin der Meinung, das war eigentlich hier irgendwo.
Ja, wo ist denn der Schatz? Stehst du da nur und zeigst mir nicht. Da ist er. Warum konnte ich den dann damals nicht öffnen? Oder war ich einfach nur doof? Ein tiefen Schönheitstrank. Dieser Gegenstand gibt es nur auf der Astloch-Insel. Dieses unglaubliche Gebräu verwandelt das stämmigste Landei in eine strahlende Schönheit. Zumindest für kurze Zeit. Die Wirkung ist nach, sobald ihr das nächste Mal schlaft und lässt sich nicht vermehren, indem ihr mehrere dieser Tränke zu euch nehmt. Okay. Soll ich dann nie wieder schlafen?